Hier ist wieder Johanna Schwanberg mit einer neuen Folge unserer Serie Dommuseum Wien from Home. Ich stehe hier in unserer Ausstellung Family Matters in einem Raum, der sich Gesellschaft und Wandel nennt. Hinter mir sehen Sie eine Fotoinstallation der deutschen Künstlerin Katharina Mayer. Wir sehen 12 Fotos von ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen. Katharina Mayer fotografiert seit 20 Jahren ausschließlich Familien. Meistens sind sie in ihrem Innenraum zu sehen, in ihrem Zuhause. Etwas, das uns gerade jetzt besonders vertraut vorkommt, wo wir alle so viel Zeit mit unseren Familien daheim verbringen. Ich mag diese Arbeit so gerne, weil sie die ganze Diversität von Familienkonstellationen heutzutage zeigt. Wir sehen etwa eine klassische Kernfamilie, oder eine syrische Flüchtlingsfamilie, eine alleinerziehende Künstlerinnenmutter, ein Ehepaar, das keine Kinder hat, dafür aber Kuscheltiere und Bilder, oder drei Jugendliche, die hier zusammen in einer Art familienähnlichen Konstellation auf dem Sofa sitzen. Es ist ja gerade so in der Pubertät, dass für Jugendliche oft die Freunde mehr die Familie sind als die leibliche Familie. Oder wir haben hier zwei Väter mit drei Adoptivkindern oder da unten ein Ehepaar mit mehreren afrikanischen Adoptivkindern und dem gehandicapten Bruder der Frau, der auch mit ihnen zusammenlebt. Das heißt, wir wissen hier nicht genau, was Familie eigentlich ist, sondern es wird eher die Frage aufgemacht, was persönlich für uns alle Familie überhaupt sein kann.